Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deadside. Ja, und weil ich mich dazu entschlossen habe, doch ein paar Folgen mehr davon zu machen, werde ich euch jetzt mal einmal ganz kurz, was ich nämlich vorher versäumt habe, einmal kurz zeigen, was hier überhaupt so zum Einstellen gibt und das Menü einmal kurz zeigen. Wie gesagt, es ist eigentlich sehr unspektakulär. Da ist eigentlich nichts Großartiges Besonderes. Hier seht ihr meinen Charakter, wie er im Moment so aussieht. Neuen Charakter erstellen kann ich euch jetzt praktisch gar nicht zeigen, weil man spielt den wohl so lange, bis man Suizid begibt oder wie auch immer, auf jeden Fall habe ich jetzt keine Möglichkeit, euch zu zeigen, wie man einen anderen Charakter macht. So viel ich weiß auf jeden Fall. Ich will mal einmal schauen. Also wie gesagt, hier würde man fortsetzen. Hier wählt man den Server aus und hier geht es zu den Einstellungen. Was ich gerade im Vorfeld einmal gemacht habe, ist beim Sound, die Musik, die war doch sehr laut, die habe ich einmal komplett ausgeschaltet. Wenn ich in Wirklichkeit durch die Gegend renne, habe ich auch keine Musik im Hintergrund. Es sei denn, ich habe einen Walkman auf oder ein Handy und Kopfhörer oder sowas. Nein, Blödsinn. Auf jeden Fall habe ich die Musik erstmal ausgeschaltet. Ihr seht, sagen wir mal, Spieleigenschaften, die Spracheinstellungen halt, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch. Latein, Spanisch, also Lateinamerika, Chatsteuerung, Nachrichten anzeigen, ja, nein, nach den Wänden schließen, ein, also das sind alles nur so ganz einfache Einstellungen, die wir eigentlich im Moment gar nicht zu beachten haben. Video ist klar, im Moment mit meiner Grafikkarte, die ich habe, steht hier alles auf episch. Vollbildmodus ist klar, 1920 mal 1080. Sichtweite, alles auf episch. Sichtfeld, ja, das habe ich jetzt mal so auf 90, so wie die Standardeinstellung war, gelassen. Fertig. Sound hatte ich euch gezeigt. Effekte, Menü, Musik, allgemein. Lassen wir erstmal so. Gucken, ob man nachher in der Aufnahme die Vögel und alles, die Natur laut genug hört. Vor allen Dingen die Gegner, wenn es dann Gegner gibt. Steuerung ist klar. Mauseinstellungen, Bewegungen. Also Kauern ist Z, also das ist das Schleichen. Springen ist Spacebar. Autolaufen ist V. Gehen, linke Kontrolltaste. Sprinten, linke Stifttaste, WASD. Also nichts, was da irgendwie was Besonderes wäre. So, okay. Dann können wir das Spiel auch schon fortsetzen. Also wie gesagt, so sieht der Charakter im Moment bei mir aus. Alles noch ein bisschen mau, noch kein Rucksack. Wir sind alles, haben alles noch ein bisschen problematisch. Ein Maschinengewehr auf dem Rücken, ein paar Schuss Munition, aber das werdet ihr ja jetzt sehen. Fortsetzen. Also ich glaube, einen neuen Charakter kann man erst erstellen, wenn man tot ist, beziehungsweise Selbstmord begangen hat. Habe jetzt das Menü halt einmal gezeigt, damit man überhaupt sieht, was Sache ist. Ob das just nun wichtig für euch ist, das könnt ihr selber entscheiden. Ihr wisst ja, wie man schnell vorspult. So, wir hatten uns natürlich in den Wald geflüchtet, weil wir nicht unten in diesem kleinen Dorf oder auf dem kleinen Kotten, was man auch immer dazu sagen will. Wir gehen mal sofort in den Schleichmodus. Wir nehmen mal die Waffe in der Hand und
was ich jetzt unbedingt gerne machen möchte, ist, weil das jetzt im Moment meine einzigste Möglichkeit ist, außer durch die Gegend laufen, aber ich will einmal mal schauen, ob wir unten in den Häusern einen neuen Spawn haben, oder ob da irgendwas neu gekommen ist, was wir aufheben können. Vor allen Dingen brauchen wir ganz dringend Platz. Also wir haben jetzt gerade mal zwei, vier, sechs Plätze. Rosa hat vier Plätze, die Jacke zwei Plätze und mehr haben wir jetzt im Moment nicht zur Verfügung, außer das, was wir jetzt auf den F-Tasten liegen haben. Müssen also unbedingt noch bessere Kleidung haben, Rucksack haben. In der wenigen Zeit, in der ich aufgenommen habe, waren ja jetzt nur praktisch eine Stunde, zweimal 30 Minuten ungefähr, habe ich hier in den Wäldern und in den Wiesen noch keine Gegner gesehen, auch noch keine Tiere. Und die waren bis jetzt immer nur auf den Wegen und in der Nähe von den Häusern. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da was nachgespawnt ist, dass wir einen Rucksack kriegen, dass wir eine Axt vor allen Dingen kriegen. Eine Axt wäre mir sehr, sehr wichtig, damit man mal das mit dem Bauen probieren kann. Oben sind jede Menge Felsen. Vielleicht brauchen wir auch noch eine Spitzhacke, ich weiß es nicht, aber ich habe bis jetzt nur eine Axt gesehen. Wir schleichen uns mal überall hier ran. Nicht, dass ich schon wieder diese. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kontrolle, also die Miliz oder wie auch immer. Irgendwas läuft ja hier rum an NPCs. Dass jetzt Soldaten sind oder Verrückte. Keine Ahnung. Wir müssen es mal sehen. Wie gesagt, für mich wäre sehr wichtig, ja, schon wieder ein Feuerzeug. Feuerzeug lassen wir jetzt im Moment mal liegen. Scheint noch nicht viel nachgespawnt zu sein. Wir gucken mal. Kann die mehr? Jagdhose. Jeans. Die kann 4 und die untere Jeans kann auch nur 4. Aber wir können keine zweite Hose anziehen. Wir könnten sie zerreißen. Dann hätten wir Stoff zur Verfügung. Seil. F. Können wir nicht aufheben. Also wir könnten hier wieder einiges aufheben, wenn wir den entsprechenden Platz hätten. Zigaretten. Die auch nicht aufheben. Jeanshose. Wie ein Hut. F. Können wir direkt auf. Trainingsjacke. Am besten geht es, indem man ins Inventar geht, dann sieht man alles, was in der Umgebung ist. Das ist eine Trainingsjacke, das ist auch wieder nur eine Jeanshose. Da haben wir Panama den Hut bekommen. Hier lag letztes Mal die Waffe hinter, also ein Maschinengewehr.
Schaukelt irgendwo ziemlich fürchterlich. Ja, wir merken uns das und schauen einfach mal, ob wir jetzt einen Rucksack finden in den anderen Gebäuden. Und irgendwann müssen wir uns halt auch mal trauen, auf diese NPCs zu schießen, die hier rumrennen. Damit wir überhaupt mal rauskriegen, ob man eine Chance hat gegen die. Ich will schon wieder in den Computer reinkriechen. Ich muss auch den Abstand halten. Bis jetzt fliegen hier immer nur Jacken rum. Trainingsjacken. Bomberjacke kann die denn mehr tragen? Ah ja, die Bomberjacke kann 4 Sachen tragen. Das natürlich die Munition aufheben. FF. Genau. Jetzt können wir schon mal 8 Teile tragen. Also das mit den Zerreißen geht Gott sei Dank zügig. Fuße können wir mal mitnehmen. Nicht weiter? Nee. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt auch noch so ein kleiner Schisser im Moment, weil ich einfach mit den NPCs gleich zu Anfang nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wie gesagt, bin gleich durch ein Fenster erschossen worden. Bin irgendwie durcheinander gekommen. Ich glaube, hier war ich drin schon.
Ja, da müssen wir ein bisschen konzentrierter sein, damit wir uns auch wirklich merken, wo wir drin waren. Hier war der toten Tür, also wo es nicht weiter in den anderen Raum reinging. Genau. Gab es einen zweiten Eingang oder irgendwas? Die Tür ist einfach nur. Fühle mich noch nicht sicher genug, jetzt irgendwelche Missionen zu machen. Gleich mal auf der Map gucken. Die jetzt schwierig sein sollten oder einfach. Also mit je kann man zerreißen. Hier nehmen wir mal die Munition auf, hoffe ich. Ja, warum die nicht stacken, weiß ich nicht. Neun mal 18. Neun mal 18. Ja, warum die nicht stacken, keine Ahnung. Ich kann ja mal Folgendes probieren. Ne. So, ich weiß natürlich, dass ihr auch Action wollt. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass wir klarkommen. Wofür ist jetzt ein Seil wichtig? Wir brauchen dringend einen Rucksack, eine Weste. Wir müssen weiter suchen. Es hat einfach keinen Sinn. Steht wieder Fusel rum. Kann ich schon nicht mehr sammeln? Ne, auch nicht. Gut. Map. Ja, hier eine schwierige Aufgabe hätten wir hier. Eine mittlere Aufgabe. Fusel. Hinterm Haus gucken, ob wir noch eine Axt finden oder sowas. Also hier am Holzstapel gucken, am Holz, hinter den Schuppen. Bam, 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 bam. Ja, ihr wisst gleich, so am Anfang eines Spiels bin ich immer noch ein bisschen Schisser. Da muss man erstmal
wirklich mit klarkommen und gucken. Dass man seine Grundbedürfnisse erstmal befriedigt. Bis es dann zum ersten Feuergefecht mal kommt mit den Gegnern. Trinken 54, Essen 91, das Leben macht mir Sorgen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob Wodka ein Heilmittel ist. Manche Leute werden behaupten, dass es das auf jeden Fall ist. Also eine Weste und einen Rucksack würde sehr gut tun. Dam, da, di, da. Hier ist keine Axt bei. Schauen einmal mal nach, ob hier noch was nachgespawnt ist. Das scheint mir relativ schnell zu gehen mit den Nachspawnen. Aber in dem Fall ja doch hier. Munition. Ich will das Messer nicht wegschmeißen. Ich kann es aber auch nicht ausrüsten. Zwölf mal 70, sind das jetzt Nägel oder ist das Munition? Keine Ahnung, Fusel. Könnte Schrot sein, ne? Könnte Schrotmunition sein. Gucken da oben an den Schuppen noch mal, ob wir was finden. Ja, da. Pumpgun. Und da ist die passende Munition dazu. Ha, ja. So, und das ist die, was ich dachte, 12er. Das ist die passende Munition dazu. Ja. Stoffwechselfetzen wegschmeißen.
Was ich sagte, 12er ist diese Schrotmunition. Da wissen wir jetzt natürlich noch, wo ein Päckchen ist. Stofffetzen. Da verzichten wir jetzt erstmal einen Moment drauf. Und wieder schleichen. Drei. Haben wir geladen. 20 Schuss haben wir. Ja, jetzt haben wir geladen. Alter. Hier liegt das auch was rum. Holzbretter nützt aber nichts. Wir können sie nicht mitnehmen. Ja, es ist eine etwas langwierige Geschichte, schätze ich mal. Aber ich will die Munition jetzt aus dem Haus noch haben. Holz konnten wir jetzt leider noch nicht mitnehmen. Wir brauchen, wie gesagt, ganz dringend eine Weste und einen Rucksack noch. Dankeschön für die Munition. Gucken, ob es hier noch mal irgendwas nachgespawnt ist. Hier liegt wieder eine. So. Ihr seht, das geht relativ schnell. Die Jacke lag vorhin auch nicht mehr hier rum. Den Fusel, den müssen wir da liegen lassen. So, da oben war das Holz drin. Kamenka sind wir. Kamenka. Munition. Die Waffe, ist die besser oder schlechter? Strick ist hier. Neun Millimeter, 7,62 Millimeter. Sie könnte größere Löcher machen, aber es nützt nichts. Ja, Mission fehlgeschlagen, ist klar, aber ich kann es nicht ändern. 7. Ich weiß nicht, die macht, glaube ich, größere Löcher. Bum, 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 bum. Neue Missionen kommen dann sofort wieder hinterher. Jo. Aber wir lassen uns etwas Zeit mit Ausrüstungssuche. Es nützt leider nichts. So, Nummer 12er Munition, jawohl. F. Gut, die können wir noch aufnehmen.
Für die Schrotflinte. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen. Zerkleinern. Eine Mütze haben wir. Im 40er. Also ihr seht, Waffen eigentlich genug. Ja, letztendlich, wir haben keine Weste, wir brauchen eine Weste. Das heißt, ich werde mich wieder in den Wald verkrümeln. Und dann müssen wir nochmal Feuerzeug, Sackleinen, eine Mütze. Ich werde jetzt erstmal kontrollieren, ob die Aufnahme jetzt mit den etwas anderen Einstellungen besser geworden ist. Ich habe auch noch gesehen, dass YouTube wieder ordentlich nachgedunkelt hat. Das muss ich dann auch nochmal kontrollieren, ob wir da eventuell an der Helligkeit, Gamma, wie auch immer, noch ein bisschen was anderes einstellen. Naja, ich darf mich erstmal wieder von euch verabschieden. Ich sag mal Tschüss. Macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem, wenn ihr Gutes tut. Gut wäre ein Däumchen nach oben, eine kleine Anerkennung für mich. Wie leicht ein Abo, ein Glöckchen. Liebe, nette Kommentare, konstruktive Kritik. Wie gesagt, wir stehen hier in diesem Spiel am Anfang. Die Spielwelt scheint wirklich sehr groß zu sein und groß zu werden. Deswegen gönnt mir bitte einen langsamen Einstieg. Ich denke mal, wir werden noch genug Action kriegen. Vor allen Dingen, ihr seht, die Ausrüstung hier. Hier muss eine Weste rein. Wir brauchen einen Rucksack. Munition haben wir erstmal ein bisschen. Aber wie gesagt, mit der Ausrüstung bin ich noch nicht ganz zufrieden. Vor allen Dingen muss ich auch eine ganz coole Sonnenbrille haben, damit ich noch bekloppter aussehe. Naja, ihr wisst, was ich meine, ihr Lieben. Macht's gut, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und wie gesagt, ich bin raus. Bis dann, tschüss, ciao.